see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down. Jo Leute, was geht? So, jetzt müsste der Ton perfekt sein. Moinsen, moinsen, moinsen Leute! Freut mich, dass ihr alle am Start seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Stream auf meinem Kanal. Ja, das Headset brauchen wir heute nicht. Ja, freut mich, dass ihr alle so zahlreich jetzt schon am Start seid. Drei Leute, freut mich wirklich sehr. Ja, wie fangen wir an, Leute? Wie fangen wir an? Ja, nein. Erstmal wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt, meine ich. Und am besten ist ja eigentlich heute, jeder müsste eigentlich gute Laune heute haben. Ja? Heute ging die Bundesliga wieder los. Ich glaube, jeder hat sich darauf gefreut, so auf die Bundesliga jetzt wieder. Ich brauche das Trikot nicht. Und gönnt es euch einfach mal, verdammte Kacke. Bundesliga, ich hatte einfach gute Laune. Ja? Hertha hat gewonnen, deswegen kann man auch vielleicht gute Laune haben. Daniel, moin, was geht, Digga? Herzlich willkommen. Ja, deswegen kann man natürlich auch gute Laune haben, weil Hertha gewonnen hat. Aber war schon ein schöner Tag heute. So, ihr seht, ich habe schon zwei Sachen gemacht bei Derosuns SPC. Ja, ich habe mich ein bisschen angesetzt. Ich habe zwei Spiele gerade gespielt, verdammt. Ja, und sind jetzt schon so weit, dass wir nur noch vier Spiele insgesamt brauchen. Und die beiden brauchen wir noch. Ich muss kurz, ich habe mir kurz ein Set geschrieben. Ich glaube, das mit Ajax vorbei. Okay, damit sind wir auch fertig. Ist jetzt nur noch mit mindestens Pace. Ja, ist nur mit mindestens Pace. Das geht klar. Und dynamischer Derosun, den machen wir auch auf jeden Fall heute noch. Das sind vier Spiele, die wir auf jeden Fall easy nochmal dazu hauen werden. Die werden wir auch hinbekommen. Das wird kein Problem. Ja. So, wir haben auch noch hier ein paar Sachen wieder abgeschlossen. Ja, und na, das schickst du mal klar. Berlin hat ja auch durchaus mal gewonnen. Natürlich, Junge, Alter. Aber du könnt mir sagen, was ihr wollt. Es war wirklich ein geiles Spiel. Ja, Hertha hat mal endlich wieder gezeigt, wo sie stehen können. Ja, wenn es eigentlich wirklich mal läuft, so kann man einfach mal so sehen, wie Hertha spielt. Hertha ist keine schlechte Mannschaft, hat auch gute Spieler und das hat man wieder gesehen heute. Ja, klar, der Pegel auch so oben bei mir. Ist auch irgendwie ein bisschen verständlich, aber es sah schon sehr gut aus, ja. Sie seht auch immer wieder, dass bei mir hier welche verkauft werden und alles.
Ich werde trotzdem heute erstmal ein paar runterstellen, auf jeden Fall von unseren Spielern. Ihr merkt, manche Spieler werden einfach nicht verkauft. Ich werde, glaube ich, die meisten hier einfach mal rumgucken. Was mich wundert hier, dann müsste eigentlich easy verkauft werden. Wie gesagt, ich werde halt gucken, so ein bisschen die unnötigen Sachen, so, keine Ahnung, so, was heißt unnötig, aber so Korea, Polen, Australien, Schweiz, kann man alles nicht mehr gebrauchen, werde die alle erstmal weghauen, weil, wie gesagt, wir müssen ja irgendwie jetzt ein bisschen mal wieder hier aussortieren, damit wir unsere, Form weitermachen, unsere Pack-Methode. Ja, ihr seht auch, ich habe ein paar Packs sogar schon am Start, die allerdings habe ich mir erspielt. Aber wir sind schon auf jeden Fall gut vorangekommen. Ich habe das nebenbei ein bisschen weitergemacht. Deswegen sieht das auch nicht schlecht aus. Und ich habe auch ein gutes Gefühl dabei. Klar, es dauert, kann man so sagen. Also ich habe jetzt, also in Arabien sieht es echt gut aus. Da habe ich jetzt schon sehr viele Mannschaften mit 5 Spielern oder so, die ich schon habe. Sonst ist auf jeden Fall, ich habe jeden Verein, habe ich irgendwie welche Spieler am Start. In China sieht es auch sehr gut aus, dass ich da bald fertig bin. Und ja, was soll man denn sonst machen so? Ja, also klar, die Methode zieht sich sehr, sehr, sehr hin. Ja, aber sie ist sehr effektiv. Ja. Wenn ihr nämlich so weit seid, dass ihr so viel gesammelt habt an Coins und an allen anderen, dann könnt ihr auch so weit irgendwann kommen, dass ihr, so wie ich halt, ja, so die ein oder anderen Sachen schon gemacht habt. Ne? Ja, so, die können wir auch noch drin lassen vom Mappen. Und die anderen werden wir schon mal rausstellen. So, haben wir schon mal aussortiert. Und sind noch 24. Ihr seht, ein paar Packs haben wir, die sind alle nicht dolle, glaube ich. Also, Premium Goldspieler Pack ist das einzige, okay, wo man sagen kann. Ich habe auch noch 1300 FIFA Points, die habe ich aus dem Lootboy rausbekommen. Und deswegen haben wir die auch noch. Wir haben ein paar Sachen. Ein paar Sachen haben wir. Ja. Wie sieht es mit dem Ton aus? Soweit alles gut, sehr schön. Ich habe nur noch mal einfach mal einen Überblick holen. Ja, sonst alles gut. Auf jeden Fall werden wir Jairo abschließen. Also sieht übelst gut aus, die Karte. Ich freue mich übelst über die Karte generell. Ich hätte nicht gedacht, dass zum Bundesliga-Top einfach ein Hertaner irgendwie noch vorkommt. Ja, und vor allem Dirosu noch. Ist für mich halt Legende. Ja. Naja, Blitze sieht auch ganz gut aus. Ja, das Einzige, der Nachteil ist, glaube ich, an meiner Methode ist, dass man halt echt nicht mehr hier irgendwas machen kann. Wir können keine SBCs mehr machen durch die Methode, dadurch, dass ich nämlich alle hier aufschreibe, ist das nicht mehr so möglich. Ja, das nenne ich mal so ein kleiner Nachteil. Ich habe vergessen, ich muss die Agato Dings ausmachen. Noch runterschrauben. Dadurch, dass ich nämlich keinen Bock habe, dass mir FIFA hier wieder einen Strich durchrechnen wird. Ja, habe ich jetzt schon zwei, dreimal so ein bisschen mitbekommen. Ne? So, okay, wir müssen nur Tor machen mit einem Bundesligaspieler und gut, das kriegen wir aber hin. Also ich kann mich wundern, ich habe die Mannschaft jetzt so konzipiert, dadurch, dass ich nämlich hier ein paar Aufgaben hatte. Die sind aber fertig, ich kann jetzt ein bisschen umstellen. So einfach mal so aus Spaß ein paar Spieler spielen lassen, die ich noch gar nicht gespielt habe oder noch spielen möchte. Deswegen werde ich das jetzt auch mal machen. So. Zum Beispiel Kainz oder Cordoba oder so. Das sind halt so Spieler, die ich wenig im FIFA gespielt habe. Sehr wenig. Ja. Muss mal gucken. Also. Ja, Luke Barkley wäre auch eine Möglichkeit noch. Kann nur noch mal umstellen an sich, ist ja auch nicht das Problem. Den kann ich noch spielen gerne, wenn ich Bock habe. Ja, Lemar kann man auf jeden Fall auch auf die Bank stellen. Also ich werde jetzt einfach ein bisschen was zusammensuchen. Warum nicht? Ne? Man kann es ja einfach mal ausnutzen, auch, dass man hier sowas macht. Und ja, naja, wie geht's euch? Schreibt mal rein, alles fit bei euch bis jetzt. Wie fandet ihr den ersten Bundesligaspieltag? Also ich fand ihn wirklich sehr aufregend und sehr gut auch. Also ich war wirklich mit meinen Nerven durch. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut über Hertha, dass sie da endlich mal wieder ordentlich auch gespielt haben. Ja. Also heißt ja nicht gleich immer, dass immer gut läuft und dann gewinnt. Ja. Aber es halt nicht nach Fußball aus. Und das hat mich sehr gefreut. Mit Spotify ja. Premium kannst du all deine so. Lieblingssongs und Playlists ohne Werbeunterbrechung rüberstellen, hier hinstellen. So bringt dich nichts aus deinem Flow. Tippe einfach auf das Banner und hol dir direkt was zusammenkommt. Ich versuche ja schon hier noch ordentlich auf die Höcker zu bringen.
Also das sieht nicht gut aus mit der Aufstellung. Ja, dann muss man die Formation nehmen, das ist jetzt nicht das Problem. Stört mich jetzt auch nicht so krass. So, zack. Rekorde warum keinen ziemlich nicht einen guten Link. Das ist sehr gut. Ja, muss man gucken. Ich weiß nicht, wie ich den Links hier hinpacke. Oh, okay, da würde ich sogar wirklich einen Link geben. Nee. Jetzt lachen wir mal. Ja, wenn man schlecht hier irgendwie macht. Dann lasse ich hier erstmal Promise und so alles. Das macht am meisten Sinn. Verpasst es. So. Ach, Mensch. Mensch. So. Habt ihr denn schon die Folge von Just FIFA gesehen? Ja. Bevor wir die nämlich noch zusammen mal uns angucken. Ich weiß nicht, ob ich die. Ich glaube, die haben wir noch nicht gesehen. Ich glaube, die haben wir noch nicht gesehen zusammen. Können wir natürlich auch machen, dass wir uns die zusammen mal reinziehen. Die Folge von Just FIFA, da müssten wir uns das eigentlich erstmal noch miteinander absprechen, so wie ihr Bock habt, weil die Epic Ike Runde das Rückspiel. Ja, vielleicht mal so, das ist das erste Mal gewesen, dass ich gepunktet hab. Lief auch echt gut. Deswegen. Ach, warte. Knack. Boah. Hat das geknackt, Alter. So, gut. Okay. Ja, ich hätte das Problem hier nicht mehr, wenn hier ein Jamal hochsteht nächstes Mal. Ja, da würde ich sogar meinen Henri weghauen hierfür. Wenn ich den in die nächste Bundesliga trotz SBC euch den hier eh. Ja, dann will ich auf jeden Fall nochmal ein paar Spieler zusammensammeln, zusammentrommeln auch. Freue ich mich übelst drüber. Ja, ich muss mal gucken. Wegen ein Tor mit Bundesligaspieler angeschnittener Schuss. Mit 4 Sterne Dummling-Dings. Das ist kein Bundesliga-Spieler, was ging denn? So, das andere ist ein Tor oder Vorlage mit mindestens 89 Pace oder höher. Ja, kriegen wir auch hin. Jodi. Let's go. So, ja, jetzt hat Gladbach schon führt. Gladbach führt 2-0 schon. Erste und siebte Minute. Gladbach ist jetzt Dritter, weil Leipzig nur unentschieden gespielt hat. Krass. Ja, so schnell kann das gehen, meine Freunde. Ja. Nächste Woche haben wir noch Union weg und dann sind wir auch in der Europa League. Nein, nee. Spaß. Karl, moin, was geht? Ja, Karl. Tut mir leid, ich freue mich wirklich sehr, dass Hertha gewonnen hat gegen Hoffenheim. Nicht böse gemeint, no front an dich, aber ich war sehr zufrieden, dass mal endlich wieder irgendwie Hertha was gemacht hat oder was oder irgendwie gewonnen hat. Freut mich, dass er weiter am Start seid. So, gehen rein ins Squad Battle Spiel. Passiert eigentlich mehr so oft, ne? Oder vielleicht jetzt wieder öfters. Aber der Bruno macht's gut, Der hübsche Bruno. Shit. Raus. Ja. So, Promise. Geh mal ab. Na ja, super. Und. Super. Na super. Das ist gleich noch ein Mute laufen, verdammt. Ha, verdient aber GG an euch. Danke, danke, danke. Ja, also wirklich, ich habe mich echt richtig drüber gefreut. Mod Community, ja, ist so. Freut mich, dass ihr wirklich am Start seid. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist wirklich wichtig. Mensch, oh fuck. Naja. Ach Mensch, ja, wir müssen auf jeden Fall heute mal wieder ein bisschen was machen und ich freue mich echt drauf, sogar bei FIFA wieder zu spielen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe echt wirklich wieder langsam, vielleicht liegt es auch daran, dass die Bundesliga jetzt wieder losgeht, weil ich wieder ein bisschen mehr so Bock auf FIFA spielen, wie ist das. Vor allem auch die Karte natürlich von Javairo. Ne? Also das Solo war wirklich schon legendär.
was er gemacht hat. Doch, verdient eigentlich, dass er dafür eine Karte bekommen hat. Naja, ich war live im Stadion, als es passiert ist. Kann ich auch nochmal so sagen, ne? Ja, oh, oh mein Gott, jetzt kommen. Ja, ich könnte jetzt die Aufgabe schon fertig haben. Los, schieb ihn rein. Yes, fertig. Fertig, konzentrier dich, Minion. Ja, ich bin fertig mit der Aufgabe. So, mindestens Pace haben wir fertig und Dings haben wir auch fertig. So, jetzt brauche ich noch für mindestens 89 Pace ein Tor oder Vorlage. Brauche ich noch ein, also sozusagen ein anderes Spiel und für das andere brauche ich noch drei. Ja, also es geht, ist alles super. Also von Spielanteil her und alles gut. Am Anfang war aber, ich hoffe aber besser, muss ich sagen, zweite Halbzeit härter. Ja, sehe ich aber auch so. Also hätte auch anders ablaufen können natürlich, ja, aber in der zweiten Halbzeit hat halt Hertha in diesen Minuten, wo sie die Tor gemacht haben, so Druck gemacht, verdammt, also das war ich schon stolz so langsam. Oh, Hertha, ey, langsam läuft's mal wieder. Nein, aber Hoffenheim hat auch gut gespielt, es hätte auch anders laufen können. Er hatte doch echt Pech mit Bebu, mit Rudi, die ausgefallen sind dann. Ja, das ist natürlich sehr doof. Ich kann schon sagen, was er hat, nämlich Ausbildung regelt, entweder hat er einen Mittelfußbruch oder einen Bänderriss, das kommt drauf an. Aber ich glaube, er hat einen Mittelfußbruch, weil er nämlich sein Bein gleich bandagiert wurde und alles. Kann sein, dass er sich das angefangen hat. Vermute es einfach jetzt mal. Wenn ich richtig habe, ja, dann weißt du, was los ist. Na los, schieß, Eggestein, schieß zu! Würde ja mal so bei mir in Epic Icon Cup spielen, ne? No Front! Ich weiß nicht warum, aber No Front sage ich jetzt einfach mal ganz laut, ne? Stark. Oh, Martinez. Ja, Martinez gefällt mir auch. Zack, Lupa und Cordoba. So. Aber auch ein bisschen langweilig ohne Zuschauer. Ja, fand ich aber auch. Die erste Halbzeit war echt langweilig. Weil halt wirklich ohne Zuschauer hast du halt wirklich die Stimmung nicht. Das kotzt mich übelst an, ne? Ich brauch diese Stimmung beim Fußball, das geht nicht. Das ist schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Muss ich einfach mal so sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche Freitag. Das Derby, ey, Hertha gegen Union. Schuhuhu. Ne? Und wenn Hertha da auch noch gewinnt, dann würde ich sogar jetzt einfach mal ganz krass behaupten, dass Hertha eigentlich sogar noch Chancen hat, oben mitzuspielen, ne? Um die Europa League Plätze. So eng ist das eigentlich gar nicht mehr, ne? Also wirklich, das hört sich jetzt dumm an, ne? Klar, man denkt jetzt so, was will der von mir? Aber das sind halt wirklich nur 8 Punkte, ne? Wenn es blöd läuft für jemanden oder so, oder die DFB-Pokal halt, Bayern gewinnt oder so, kann halt wirklich noch jemand irgendwas werden. Ist wirklich ein guter Trainer, ja, Labbadia ist wirklich ein guter Trainer, finde ich aber auch. Der macht das wirklich sehr professionell und sehr gut. Kann man einfach mal so sagen. So, zack. Nase, Alter. Ich hab eine Wunde in meiner Nase, nicht wundern. Oh, das ist so schlimm, ich hasse es, ne? Also es gibt nichts Schlimmeres als eine Wunde in deiner Nase und dann kratzen zu müssen, weil es so juckt. Ah, oh, fuck, Alter. Lauf. Ja, keins, lauf. Ja, schieß, Junge. Na. Soll nicht dein Ding so schießen, ne? So. No Front. Naja. Ist auf jeden Fall entspannt. Ich spiele jetzt so ein bisschen meine Spiele ein bisschen runter. Ihr könnt gerne mal irgendwie. Also was mir aufgefallen ist, ich habe ja heute gepostet, so wegen Retalk. Ich habe halt eine Antwort und so, die war von Daniel. Und Daniel weiß ja, was die Antwort war. Ich habe einfach keine andere Antwort zum Retalk-Video bekommen. Ich muss mir echt überlegen, was ich da mache, ne? Also, okay, doch, ich habe eine Antwort auch von einem Kumpel von mir bekommen, die ich vielleicht machen könnte, aber das wird halt nicht ein ganzes Video wahrscheinlich ziehen. Deswegen, müssen wir mal gucken. Muss ich mich überlegen. Oh, weil ich nämlich eigentlich die Retalk-Reihe weiterführen wollte. Weil ich das eigentlich relativ cool finde, so einfach mal nicht nur immer Gaming, sondern auch mal was anderes. Oh Mann, meine Nase ist so schlimm, Digga. Ah, fuck, Alter. Oh, au. Oh. Das ist richtig so eine Wunde, wo so Schorf bildet und dann so, ah. Das nervt so. Naja, so ist das.
Silber habe ich in der Kauf, also die habe ich jetzt irgendwie relativ wieder was zu tun. Ist euch cool. Ich hatte heute meine erste Klausur. Ich hatte gestern meine erste Klausur von meiner Ausbildung. Lief gut. Nicht mehr auch sicher, in gute Worte. Das ist auch das Wichtigste, ne? Und ja, solange es alt. Supi-dupi. Ja! Nein! Fuck. Los, komm, nächste. Hau ihn rein. Schnetzel in the rain. So, war noch nicht irgendwas noch mit Flachschüssen, ne? Mal gucken. Bin mal schnell die Aufgabe. So. Naja, ist entspannt. Wir haben ja die Aufgabe jetzt hier eigentlich. Die wichtigen Aufgaben haben wir erledigt. Ja, jetzt ist eigentlich nur auf dem Dachspiel erstmal. Ich glaube, wir hatten noch irgendwas mit Flachschüssen, dass wir mit Flachschüssen Tor machen müssen. Mit Flachschüssen. Mal gucken, aber mache ich auf jeden Fall jetzt mal. Ne? Bin mir nicht mehr sicher, so Wocheaufgabe oder so was. Zack. Oh, sehr schön. Und schmetz ihn rein. Na. Schade. Na los. Ja. Machen wir mal den Bein hoch, ne? Lass mal durchlaufen. Ich brauche kurz ein bisschen Pause drin. Lass den Ball mal durch. Ach, Schuss. Naja. Mensch, 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 Leute, schreibt mal rein, wie geht's, wie steht's? Kahn, was los? Was machst du jetzt zu der Zeit so? Also, ich weiß nicht. Also, machen ja viele unterschiedlich. Ich weiß, dass Daniel auf jeden Fall wieder arbeiten kann. Das habe ich so auf Instagram ein bisschen verfolgt, dass du halt wieder arbeiten gehen kannst. Was halt übelst nice ist. Ne? Verstehe ich auch. Also, ich war auch das erste Mal gestern wieder arbeiten bei Hertha. Ja, aber diesen Monat Gehalt, das wird ein bisschen schwer bei mir, wa? Ja, haben sie mir dann gesagt, so. Muss mal gucken. Naja. So, Cordoba. Lauf mal. Cordoba Green. So, dann so mal bei Facebook geteilt, mal schauen, ob was reinkommt. Sehr schön, Daniel. Natürlich. Trotzdem Ehre auf jeden Fall. Ja, musst du ja nicht machen. Das ist wirklich lieb von dir. Ja. Schlimm ist, dass man hier auch, okay, was heißt so schlimmer? Also eigentlich, wenn ich jetzt 6 Spiele spiele, kann ich noch echt übelst gut Squad Balance Punkte absahen. Ich habe halt jetzt wirklich vor, vielleicht noch 1-2 Spiele mehr zu spielen und dann habe ich noch so Squad Balance Belohnung, wenigstens diese Woche. Könnte man davon sicher auch irgendwie schon was machen, ja? Squad Balance Belohnung sind auch 2-3 Packs schön, ja? Das kann man ja auch so sagen. Wer weiß, kann ja mal was drin sein. Ne? Hey, faul! So. Weiß man ja nie, meine Freunde, ne? Also wäre auf jeden Fall nice, ich würde wirklich gerne noch einen Bundesliga-Tots irgendwie ziehen. Das ist so das Einzige. Ich habe noch kein Team of the Season gezogen, noch gar keinen, weil ich überhaupt nichts gemacht habe in die Richtung. Aber ey, so ein Bundesliga-Tots, egal welches, ich würde es auf jeden Fall mitnehmen. So, gucken wir jetzt erstmal, ob der hier den. Ja, der geht rein. Und kostenlos hören zu können. Dazu noch nein, doch nicht. Ich hab mich verdrückt. Nein! Ey, der hat irgendwie mein Effekt nicht angenommen. Keine Ahnung warum. Unterhaltung, Sport, Business, Katzen. Ja, schade. Sportliche Business Katzen und. Da hab ich mich schon zu hoch gelobt. Also wirklich alles, was dein Herz begehrt. Auch für noch so ausgefallene Interessen hat Spotify einen Podcast parat. Tippe aufs Banner, um zu sehen, was gerade gestreamt wird. So viel Partys, nice grad. So ist das, meine Freunde. Jawohl. Oh, jetzt knallt. Jetzt knallt. Der Kainz knallt ihn rein. Nein, Rico! Ach, Kainz. Ich glaube, ich mache mir auch gleich noch irgendwie was zu essen. Ja, müssen wir mal gucken. Dann können wir ein bisschen reacten auch auf ein paar Videos. Ja, wir machen heute einen recht spontanen, entspannten Stream, würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen, ne? Machen wir uns einen schönen Abend zusammen, ja? So einen schönen Samstagabend. Ihr könnt mich mal auf dem Laufenden halten, wenn ihr irgendwie die Spieltagsergebnisse gerade noch von Gladbach gegen
Frankfurter wenn ein Tor passiert oder so, halt mich mal ein bisschen anlaufen. Ja, damit ich ein bisschen was mitbekomme noch. Ja, aber ich dachte mir einfach, es macht jetzt Sinn noch zu streamen derzeit. Ja, weil Bundesliga ist vorbei. So, also. Jetzt nicht vorbei, so der erste Spieltag. Ja, nee. Ja, nee. Quack, quack, quack. Nein, ein Tor muss ich auf jeden Fall noch schießen. Am besten zwei, weil dann kriege ich die maximale Punkteanzahl. Aus dem Tor. Und fancy. Verdammt. Ja, so ist das. Ach Mensch. So, komm weiter. Und hab. Und nee. Ja. Also später wird es wahrscheinlich eh spannender. Da werden noch ein paar mehr Leute zukommen, glaube ich. Wenn ich dann so halt die Packs öffne, so die ich noch habe und so. Glaube ich schon, dass ich dann ein, zwei noch sammeln. Nicht wundern, ich werde die ganzen Packs, die ich dann ziehe, werde ich dann auch aufschreiben. Das wird halt übelst lange dauern. Aber wie gesagt, ich ziehe das halt auch wirklich durch mit dieser Methode. Weil ich glaube halt, dadurch würde ich halt übelst viele Packs auch noch sparen. Ja, also das heißt sparen, ich würde halt Münzen sparen, ja. Lieber würde ich dann 2-3 Stunden mehr Zeit rein, als irgendwie mir irgendwas zu kaufen und mich darüber danach zu ärgern, so weißt du. Und vielleicht sogar noch Spiele abschauen, ja, wenn man eine gute SBC abzieht. Jawohl, der ist drin. Nee, der ist drin nicht. Wow. Naja, stellen sie ja hinten ja hinzu. So muss man ja lassen, ne? Na los, doch da. Moin, Football Bros! Moin, was geht? Wie liegst du bei dir jetzt eigentlich derzeit dein Epic Icon Cup? Ich hab's jetzt noch nicht so krass verfolgt. Bin generell noch nicht so krass jetzt dabei gewesen. Ich habe nur meine Spiele gespielt. wie lief's bei dir? Ja, alles gut. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast gegen Daniel gespielt. Letztes Spiel jetzt. Also der letzte Spieltag. Zehnmal, mein Freund. Jawohl. Und zack. Oh mein Gott, Alter. Ach, Cordoba wird langsam jetzt auch nicht mehr so der Bringer, oder? Moin Bums. Yes. So, Sauron. Und Langhorn. Geil, mit dem 3-0 bin ich auch zufrieden. Nach hinten weg da. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön, die Aufgaben haben wir ja erledigt. Das ist das Wichtigste eigentlich immer bei dem Spiel. Ja, so schnell wie möglich Job freischalten. Ja, Jeff, Job. So, ja, wir sind schon Silber 2, das ist nämlich sehr geil. Das ist halt übelst nice eigentlich, weil irgendwie kriege ich jetzt ja Rewards dadurch, ne? Also, ist ja auch nicht schlecht, so die 1-2 Packs zu bekommen. Okay, warte mal, ich habe Wochen Bronze halt fertig gemacht, okay, krass. Gucken wir mal, was wir noch hier Sachen haben. Passguru, okay. Da kriegen wir sogar auch zwei Vorlagen noch, da kriegen wir auch was. Hier. Squad Battles holen. Hm, ja. Wieder ein Spiel. So fette Stories, wieder sauer. Hier, vier Spiele, absolute vier Spiele. Bereite in vier separaten Partien Tore vor, okay. Präsentiert der Battle eine Partie gegen das diesjährige präsentierte Team, okay, das können wir auch machen. Erzähle vier Tore in einer Partie, das ging ja auch hin. Easy, ja. Vier Siege. Naja, ein Spieltag Katastrophe gegen FIFA Referee und dann gegen Daniel Spiel auf Augenhöhe, aber sein Quad war halt alles. Verliere halt 6-1 das Game und zweites gegen ihn durchwachsen. Irgendwo gut. So gut wie raus, aber naja, Spaß macht. Ja, also du weißt ja, wie es bei mir läuft. Wie geht's eigentlich anders, ne? Also, ich spoilere jetzt nochmal, falls ihr noch nicht das Video gesehen habt von Just FIFA, ich spoilere jetzt. Und ich habe im Rückspiel habe ich gegen Just FIFA gewonnen.
Also ich habe gegen Josh Super gewonnen, gegen den Typen, der Pelé hat, habe ich gewonnen. Ja, ich weiß nicht wie, ich weiß wirklich nicht wie, aber ich habe gewonnen. Das Einzige, was ärgerlich war, halt, dass ich sozusagen in den anderen drei Spielen, die ich hatte, auch gegen Food 19 Club, obwohl er gut gespielt hat, das muss ich ihm lassen, natürlich, dann gut gespielt. Aber ich habe jedes Spiel gewonnen. Übelst ärgerlich. Also wirklich nicht mal verdient. So, das hat mich halt wirklich übelst geärgert immer. Ja, dass man nicht mal verdient gewonnen hat. Und da bin ich dann auch total angepisst gewesen. Ja, weil ich weiß nicht, also, wie es bei euch ist, aber ich hasse es halt, wenn man unverdient verliert. Ne? Und ich halt wirklich übelst angepisst immer. So. What? Hä? Ich müsste 3 haben. Hä? Ich habe ein Tor, ich habe den Ball eingedreht. Also ich habe ein angeschnittenes Tor habe ich geschossen mit einem Bundesligaspieler. Okay. Und Vorlage habe ich doch auch gemacht. Ja, okay. Gut. Bin jetzt eh darum zu diskutieren. Schön, danke. Ja. Ich glaube, wir machen jetzt ein bisschen Abwechslung erstmal. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit auch in die Spiele reingehen, deswegen machen wir ein bisschen Abwechslung. Ich werde jetzt die 24, die jetzt noch drauf habe von den Bronze-Spielern, die werde ich auf jeden Fall wieder aufstellen. Und die Packs, die wir hier haben, werden wir jetzt noch nicht öffnen. Ja, es sind jetzt nicht zu geile Packs, Leute. Das ist auch einfach, weil ich jetzt hier nicht irgendwie was Großes gespielt habe. Die 1300 Food Points habe ich bekommen bei, hier, wie heißt das hier, Lootball. Genau, habe ich bei Lootball bekommen. Und ja, und da ist ein Liverpool-Spieler, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Also wie gesagt, ich erzähle euch nochmal meine Methode. Ich schreibe halt hier auf meine Liste, halt jede Liga habe ich hier aufgeschrieben mit Verein und schreibe dort immer auf, welchen Spieler ich ziehe aus einem bekannten Verein, wo eine Ligen-SBC ist. Wenn dort eine Ligen-SBC ist, schreibe ich nämlich die Liverpool auf zum Beispiel und mache dann ein Häkchen hinter. Und wenn ich umso mehr... Oh, fuck, Alter, Mann, jetzt habe ich auf R2 gedrückt, Mann. Nein. Karl. Ja, scheiße, Mann. Ich hasse es, Alter. Ich hasse es. Egal, es war ein Liverpool-Spieler, was anderes war es nicht. Aber jetzt habe ich halt die ganze Kacke in meinem Verein. Ja. Immer. Mir pusht immer. So, England, Liverpool haben wir jetzt auch schon 5 Spieler. Die meisten sind halt Bronze, aber trotzdem kann man die ja irgendwie reinhauen. Und wenn, ja, Mensch, dann müssen wir uns halt mal raus alle hauen oder so. Okay. No flex. Ne? Nein. Kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Gut, dann machen wir weiter mit den Packs noch ein bisschen. Wenn wir jetzt ein paar Packs runter... Oh, verdammt. Ich Idiot, Alter, Mann. Nein, Alter, nein, nein. Ich hab das jetzt nicht gemacht. Ey, wirklich. Noch Untrade, ey. Noch Untrade. Okay, warte mal. Ja, kann man brauchen. So. Okay. England, Italien, Frankreich. Oh, England, Rested, Burnmo. Haben wir Burnmo schon? Nee, haben wir noch nicht. Ich muss das eigentlich komplett geschrieben haben. Ja. Irgendwo haben wir einen Lothama. In der Frankreich haben wir davon. Stade Rennes haben wir bestimmt auf jeden Fall noch. Stade Rennes. Ja. Sehr schön. Jetzt kommt noch Italien Parma. Parma, 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 Parma. Ja, wie gesagt, ich habe halt die meisten Goldspiele habe ich jetzt noch nicht aufgeschrieben. Ich habe bestimmt auch noch welche im Verein von irgendwie liegen und alles, aber ich kann ja nicht alles machen. Ja. So. So, machen wir weiter mit den Gold, mit den Bronze-Objekten auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch eigentlich das, wo ich halt als erstes irgendwie die Spiele haben möchte. Das ist alles andere ist eine Coins-Frage. Aber das Wichtigste ist eigentlich so die unnötigen Verkäufe, so das, was man halt immer braucht, so diese Spiele hier zum Beispiel. Ja,
man die einfach hat. Ja, es ist China, Shandong, Luneng. Das sind meine ersten, wo ich jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe. Das ist sehr stark. Das ist alles andere immer weghauen. Den kannst du hier aufstellen. Und den auch. So. Ja, viele, viele sagen halt, das ist sehr zeitaufwendig, das ist auch echt. Aber es macht halt irgendwie auch Spaß, du hast halt ein Ziel wenigstens im FIFA, so dass du das abschließt. Vor allem, du kriegst dadurch ja auch irgendwie Karten und alles, macht ja auch irgendwie schon was. Sehr schön, danke, dass du gekommen bist. Ni hao, mein Freund, oder wie du heißt. Ja, ich hoffe, du haben dich noch nicht. Natürlich haben wir dich schon im Verein. Sehr danke, 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 mein Freund. Ni shao yi shu yai. Danke, danke für dein Opfer, dass du hier bist, du Opfer. So. So, naja, gucken wir mal weiter. Ja, aber naja, es war ein geiles Turnier, letztes Spiel jetzt gegen Ochsen, dort will ich wenigstens ein Spiel gewinnen zum Abschluss. Kenne ich, ja. Also, ich habe meins gewonnen, ich bin super zufrieden, ich könnte theoretisch auch noch weiterkommen. Es kommt auch an, wie Epic Gaming halt gegen Dings spielt, da gab es jetzt irgendwie Probleme. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist, aber irgendwie gab es ja Probleme jetzt bei dem Spiel und ja, es kommt halt darauf an, wie das Spiel ausgeht, wenn Epic Gaming halt, wie gesagt, einmal gewinnen sollte oder unentschieden spielen sollte und ich alle Spiele gewinnen sollte gegen Epic Gaming, habe ich die Chance noch weiterzukommen. Oder wenn ich ein besseres Tordifferenz haben sollte, was ich aber niemals haben werde, dadurch, dass ich übelst auf den Sack bekommen habe, nur eigentlich und ja, soll man sagen, aber nur auf den Sack bekommen. Ich habe halt ein Spiel gewonnen, ne? War ein Torunterschied. Schlecht. Schlecht. Aber es ist okay. Ja, alle anderen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr spielt ja auch noch alle aktiv FIFA. Ich bin halt wirklich gar nicht mehr so in der Materie drin. Und haben die eigentlich auch einfach nur durch die Erfahrung dann in dem Moment und durch das Spielen auch Glück, glaube ich, mehr Glück gehabt auch. Ja. Und naja, was soll man sagen? Man kann ja nur immer rummeckern. Ich habe auch überhaupt keinen Nerv mehr gehabt, also ich habe wirklich eine lange Zeit auf FIFA nicht mehr angehört. Deswegen halt so Sachen auch, ja, weil echt, das hat mich so abgetriggert, so bestimmte Spiele und so alles, wo ich dann halt übelst verloren habe. Daran hatte ich auch keinen Spaß mehr, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, also ich kenne es eigentlich nur so, keine Ahnung, ich spiele FIFA halt auch Spaß und wenn es halt nicht mehr läuft, dann läuft halt nicht mehr, dann habe ich keinen Bock. Dann wechsle ich halt auf das Spiel. Deswegen dachte ich auch Farming Simulator zum Beispiel oder so, obwohl ich da halt überhaupt gar nicht klar kam. Also ich komme gar nicht klar bei Farming Simulator, frag mich nicht warum. Das Spiel ist so kompliziert, weil keiner weiß, wie man irgendwas macht. Ja, war witzig. Ja. Können wir auch nochmal spielen, wenn ihr wollt. Ja, natürlich. Euch überlassen, ja, wenn es weitergeht. Dazu könnt ihr auch immer gerne Spiele reinschicken, worauf ihr Bock habt, dass ich das mal zocke, also ist eigentlich auch nicht mal was Schlechtes. Deswegen, naja, aber vier Leute sind am Start, freut mich auf jeden Fall. Ja, dafür, dass wir jetzt halt nur eine Bronze-Pack-Methode machen, sagen wir einfach mal so. Ne? Okay, ein Schabani, warte mal, der hat doch bei Dings gespielt, oder? Der war doch bei Bayern, oder? Schabani oder so, wie der heißt, ich weiß es nicht. Ich glaube, der war bei Bayern. Warum gehe ich jetzt gerade auf die Bundesliga? Wolfhampton ist das, glaube ich. Ja, Wolfhampton. Zum Beispiel da ist es halt übelst praktisch, ne? Also so eine Spieler irgendwie rauszubekommen, ist halt immer geil, ne? Weil du kannst halt diese Spieler übelst gut irgendwie einbauen. Schabani ist natürlich ein bisschen wahrscheinlich auch wert, kann ich mir schon vorstellen. Ja, weil die Wolves sind nicht ohne, glaube ich, sind auch so ein bisschen schon teuer. Deswegen, naja. Man müsste ja so viel wie möglich halt sparen auch. Ich glaube, FC Metz könnte noch in die. Ja. FC Metz. FC Metz da nicht rum. FC Metz habe ich noch gar nicht. Gut, glaube ich auf jeden Fall. Ja, manche Sachen hat man hier einfach noch nicht. Das ist ja auch echt, also schwer, so manche Sachen zu bekommen hier.
Aber ihr könnt gerne auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwas anderes, wie ich diese Methode überhaupt denke oder irgendwas anderes, damit ziemlich langweilig einfach sagen. Ja, haut mal was raus. Ja. Also, ich habe auf jeden Fall geplant, wenn ich mir meine Pizza reinschiebe und ein bisschen was esse, können wir auf jeden Fall react noch auf ein paar Videos. Sucht euch ein paar Videos auf, worauf wir reacten können zusammen. Und schickt mir die auf jeden Fall bei Instagram. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Schickt mir die Videos bei Instagram, worauf ich reacten soll. Kann auch zum Beispiel Football Bros auf deine Videos sein oder auch irgendwie andere Videos. Mir geht es einfach darum, dass ich ein bisschen unterhalten mache nebenbei. Oder dass ich nebenbei essen kann, damit es halt nicht langweilig wird. Ja? So, FC Emmen haben wir. Isbjörg mit dem Lawson. Bruder von Gustav. Irgendwas. McDonald's ist auch da. Sehr schön. McDonald's ist auch am Start. Ja, so musst du. Ich werde das mal kurz, indem ich jetzt das Pack nebenbei öffne, werde ich mal mein Stream auf jeden Fall hier mal auf Twitter weiter posten. Bundesliga. Bundesliga ist weg, versteckt Bundesliga, Hertha, Wien, versteckt Sky, einfach Sky Bulli reinhauen, so richtig unnötig, Sky Bulli, Sky, scheiß was drauf, Hauptsache für die Klicks, meine Freunde, Hashtag KOE, Hashtag Dortmund, Hashtag Covid-19. Okay, das reicht, das ist schon zu viel Gebete um alles hier. So, bin weg für heute Abend, Abendbrotzeit ist angesagt, alles gut. Okay, warte mal, ich muss mal kurz wegen meinem Ton gucken. Okay, hört es auch. Da muss ich mal ein bisschen den Ton runterschrauben, damit es nicht mehr hört. So. Ja, ich bin jetzt ein bisschen leiser, aber ihr hört halt dieses scheiß Piepen nicht. Das ist halt übelst nervig. Warte mal, ich werde mal mein PS4 wieder aufmachen. Das wird kurz ein bisschen lauter, aber danach wird es angenehmer. Das kann ich euch versprechen. So. Wusstest du, dass es Spotify auch für Google Home gibt? Jetzt kannst du deinen Lieblingslautsprecher persönlich ansagen, wann und wo die Party steigt. So hast du praktisch deinen ganz eigenen DJ. Bitte Google deine Lieblingsplaylist zu spielen, deinen neuesten Ohrwurm rauf und runter laufen und deinen Podcast auf volle Lautstärke. Ich spiele jetzt auf. Beruhigt sich gerade. Viel Spaß euch noch. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall, Daniel, danke, dass du da warst. Wie immer. Ehre. Ey, grandios, ist das nicht das Stadion von Barca? Warum ist das nun Bronze? Nicht irgendwie geil, ne? Nicht ja irgendwie geil. Irgendwie schon, ne? So, Mexiko. Leighton Orient, aber auch ein. Sehr schön. So, weiter jetzt. Wieder hier. Chen Bing. Der Name, Alter. Chen Bin. Chen Bin. So. Spiel zu wo? Shanghai SCPD. Sehr schön. Du bist wahrscheinlich ein wichtiger Spieler sogar. Kann ich mir vorstellen. 61 ist spannend, ne? So. Hier kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen Gehalt. Sehr schön. Ein paar Coins auf jeden Fall wieder. Hier, Jellic. Dann muss ich mal abfahren. Hier auch. Oh Mann, ey. Oh, noch einer da. Was los bei euch, Leute? Ihr hängt. Union Española. Okay. Tim Shankung. Inzwischen.
wahrscheinlich gehen jetzt halt die anderen Leute noch online, wa? So Broski und so und Keller. Dann hat man überhaupt keine Chance mehr, irgendwie ranzukommen. Ach Mensch, was ist das? Oh, Jing. Jing. Hey! Mal mit. Mal mit, nice. Wie nice er da ist, ja. Toll. Hiroshima. So. Boah, irgendwie will ich glaube ich gerade die Packs öffnen, ne? Ich habe irgendwie gerade übelst den Drang. Ich öffne jetzt erstmal. Ich öffne jetzt die Packs, Leute. Ich habe übelst den Drang, die Packs zu öffnen. Übelst den Drang. Wir machen es jetzt. Das kann schief gehen. So, meine Freunde. Genau. Was läuft hier? MRS ist nice. Wie kann ich dann hier weghauen? Parell. Ja, was ist. Oh, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du denn? Ja. New England. Nehmen wir auf jeden Fall mit, der müsste auch ein bisschen was. England haben wir auch drin. Das ist immer gut. England ist immer gut. England ist immer gut. England ist immer gut. Sehr schön. West Ham haben wir noch gar nicht. Sind wir noch gar nicht. Crystal Palace. Hammer. Sehr schön. Und jetzt ist auf jeden Fall Bau. Das ist schon aber auch bitter. Super schön. Ja, kriegen wir halt ein paar Spieler mal zusammen und zwei Spieler-Pack. Wollen wir mal gucken. Ne, Pack ist Pack, Leute. Spieler. Kann immer was Gutes sein. Ne? Es geht mir nicht darum, um jetzt irgendwie hohe Spieler zu ziehen. Es geht mir eher darum, um Spieler hier zu ziehen. Wenigstens mal benutzen kann, ne? So. Super. Super. Na, mit Palan. Mit Palan. So. Jumbo Premium Gold Pack 26. Mal gucken, da kann immer was drin sein. Oh, der geht durch. 83 plus. Nehmen wir mit, natürlich. Griechenland. CDV. Ja, und Sokratos nehmen wir mit. Sokratos nehmen wir auf jeden Fall mit, Leute. Da sage ich nicht nein. Let's go. Ja. Sag ich echt nicht nein. Arsenal haben wir glaube ich noch gar nicht aufgeschrieben. Arsenal. Mal gucken. Boah, Alari. Der schmeckt. Ja. FC Arsenal haben wir auch noch nicht. Den schauen wir auf jeden Fall auf. Ja, dann wird dran. Ich glaube jetzt erstmal hier FC Chelsea. Mal. Newcastle. Lalalala. Kein Newcastle-Spieler? Die haben sogar echt viele, ne? Newcastle. Ja, da wundere ich mich echt. Weil ich dachte wenigstens, wir haben einen Newcastle halt noch. Ne? LRS haben wir auch, die LA Galaxy. Müssen wir auf jeden Fall auch mal gucken. LA Galaxy ist hier. Sehr schön. Ja, immer drei von. Jetzt sind wir noch bei Italien und Spanien. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, wie viele ich in Italien und Spanien habe. Italien, Spanien. Ja, das ist irgendwann Spanien. Ja, Madrid hatte ich glaube ich auch noch gar nicht. Ja, Madrid. Schauen wir auf.
euch mit so einem Areola. Die kann man auf jeden Fall brauchen. Italien. Ich bin schon Italien, wie ich gelöst habe. Ja, ich bin halt nicht so Italien, ne? So die, also ich muss sagen, Italien ist einer der Listen, die halt wirklich am schlechtesten ist. Also, weil ich wirklich sehr wenig kacken jagen, ne? Kacken jagen, kalt, ja, von da rüber. Beide von mir. Gut, ich nehme auf jeden Fall dann mit, aber tolle Frage jetzt auch nicht mehr. Das war mal weg alles. Das brauchen wir nicht. So, nächstes Premium Gold Spieler Pack. Ich hoffe auf jeden Fall, da ist was drin. Das Gute ist natürlich, dass wir hier schön die Liste vervollständigen können. Und der geht durch und das ist ein. Okay, ein 83 Plus nehmen wir immer mit. Ja, wie gesagt, also ich bin hier offen. Spanien LV, das wäre ein Real Madrid Spieler wieder. Geil. Ich glaube Asensio. Ja, nice. Nehmen wir mit. Gehört auf jeden Fall jetzt zu unserer Mannschaft. Habe ich kein Problem mit. Posen, Moses sieht ordentlich aus. Ich muss jetzt mal gucken. Saudi-Arabien haben wir nicht vorhanden. IFL haben wir auch nicht vorhanden. China, nö. Türkei, nö. Portugal, nö. Spanien haben wir. Ja, Madrid. Alaves, glaube ich. Ne, aber die gehen erstmal durch. Spanien. Ja, Alaves. Klar, ich weiß. Das war's, das ist nur Alaves noch. Okay. England haben wir auch. Leicester 2. Das ist City. City 2, weil wir haben 2 von denen. England, Watford. Ja. Watford. Noch. In der Bundesliga haben wir Bremen und Bayern. Ne? Ja, mal gucken. Ich glaube, die Bayern haben wir. Bremen haben wir. Die Bayern habe ich noch gar nicht. Ne? Ich habe noch keinen von Bayern. Dadurch, dass Bayern halt natürlich eine zweite Mannschaft jetzt hat, ist natürlich da auch immer schön. Ne? So, Bayern haben wir. Frankreich. Und gar nicht. Ne? Gar nicht. Krass. Und nicht Niederlande. Haben wir auch nicht. Italien haben wir. Moses von Inter. Also auch. Ach, scheiße, ich hab RB vergessen. Fuck. Nein! Von RB Leipzig haben wir vergessen. Hier raus im Ballsport Leipzig. Hätte ich ja nicht gesehen. RB. Nein. Von Posen. Ich hab doch jetzt gerade echt nicht abgehängt. Niederlande, Italien war mal. Inter Mailand habe ich auch noch nicht. Mailand. Schauen wir natürlich auch. Ne? Gehen wir weiter. USA haben wir auch jemanden. MLS, Philadelphia, ne? Philadelphia haben wir dann sowas noch aufgeschrieben. Mexiko. Niemand kann nicht zusammenfangen. Nein, zack, die nehmen wir auf jeden Fall rein. Finde ich gut, war ein guter Effekt. Ja, kann man nicht zu schwer. Schön, dass jetzt auf jeden Fall die schönen, leckeren Packs weg sind, die ich nämlich gerade nicht ziehen wollte. Ja, hätte ich mal nachgedacht. Danke. Geil, dann ziehen wir Premium-Gold-Spieler-Packs, da habe ich auch kein Problem mit. Ziehen wir gute Spieler raus. Und vielleicht auch einen Bundesliga-Top natürlich, ne? So, ja, das wird jetzt natürlich immer so ein bisschen dauern. Ja, das ist eine Frage des Prozesses, meine Freunde. Aber das hat einfach damit zu tun, dass ich das hier wirklich ernst nehme, auch wenn ich das wirklich ernst mache. Wenn ich das wirklich nicht ordentlich durchziehe, dann bringt mir das auch nichts hier, das zu machen. China haben wir auch nicht. Türkei haben wir. Das ist, kennt die Mannschaft gar nicht noch. Danny Slispor. So, sehr schön. Noch ein. Nee. Portugal hat man. St. Louis von Porto. Glaube ich, aber auf meinem. Nee.
Spanier haben wir auch noch gar nicht, ne? Krass, hätte ich nicht gedacht. Kein Spanier. Normalerweise sieht man nur viele Spanier mal drin. England haben wir ordentlich. Leicester sehe ich. Aston Villa. Aston Villa, Leicester, Everton. Wir kümmern uns noch drum und Spaß sind nur die drei, ne? Sehr schön. Bundesliga, das TSG Hoffenheim, möchte ich sehen. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Gladbach ist auch gut. So. Noch kein Hoffmann mal. Doch, Hoffmann hat man. Scheiße. Mein Gladbach. Doch, Gladbach haben wir. Also man blickt echt schwer über die Liste durch, Leute, ja? Ich sag euch wirklich. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie total doof bin. Ja. Also das ist wirklich nicht ohne. Den haben wir natürlich auch nochmal weg. Mit extra Kohle. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr schön. Frankreich haben wir auch welche. Das ist Los Kiel. Niederlande ist AC Alkmaar. Wir brauchen den nicht. Dann bringt mir so nicht die irgendwie auch zu spannend. Nein, ich hab mit Coins aufgemacht. Ich Idiot. Nein. Ich hab gerade 25.000 in den Arsch geschoben. Ich hab den mir anal penetriert gerade. So viel Münzen. Scheiße, nein. Und dafür nicht mal etwas bekommen. Nein, Idiot. Fuck. Ey, wirklich, das ist jetzt so dumm gewesen, ne? So kann ich die Münzen auch gemacht, verdammte Kacke, Mann. Das haben wir alle schon mal erlebt. Das aufregende Meeting um 8 Uhr morgens. Der Moment, in dem du vor der Mikrowelle stehst und denkst, Mann, geht das nicht schneller? Okay. Wie gerne würde man da einfach mal vorspulen? Mit Premium kannst du direkt zu den coolen so Tracks. So dumm von mir, Mann, so hören, dumm. Skippen, ich hab echt nicht nachgedacht, Alter. Mach doch entspannt auf, mach doch entspannt auf. Lass die Zeit beim Aufmachen. Nein, ich drück durch, Mann. Ach, fuck, ey. Getafe hatten wir schon. Safe. Sicher, dass ich welche andere mitlaufen könnte. Weiter geht's England. England gehen wir von hinten an. Aston Villa. Chelsea ist gut. Ich bin ganz in meiner Hand hier. Und Manchester United. Haben wir auch noch gar nicht. Bundesliga. Eintracht Frankfurt habe ich auch schon. Doch, habe ich. Zwei. Also Frankfurt habe ich zwei gehabt. Ja, nee, das war nur Frankfurter.
Frankreich. Oh, wo geht's in Nizza? Nizza, Nizza. So. Sehr schön. Niederlande sieht nicht danach aus. Italien sieht danach aus. Cagliari Calcio wieder. Sonst ist auch Ruhe im Karton. Ja, ich hab's aber nicht. Sehr schön. Gut, dann habe ich dir umsonst mit Münzen aufgemacht. GG an dich. Ja, 6000 Münzen noch. Danke. Sehr schön. Bitte jetzt, Alter, gib mir mal einen Bundesliga-Trotz oder so, Alter. Hab's nichts gegen. 83 plus Tadic nehmen wir mit. Für die Ajax wirklich, die ist ein Tadic natürlich auch richtig gut, ne? Müssen wir mal so sagen. Müssen wir mal so sagen, ne? Ist ja auch sehr lecker. Ist abwechslungsreich. Anders kann ich dazu jetzt nicht so sagen. USA. Hammer. Real Salt Lake. Real Salt Lake. Ja. Hammer drin. Real Salt Lake Hammer drin. Was soll ich mal andersrum? Italien. Piemonte Calcio. Haben wir einen. Okay, Sampdoria Genua haben wir auch einen. Das ist natürlich sehr gut. Teilen wir nach oben. Was ist das? Haben wir Kläuber? Glaube ich, ja. Start. Niederlande. Ja, Niederlande haben wir Ajax. Gar nicht, Alter. Dann Niederlande. Guck mal, Niederlande, hallo. Nee. Nee, schade. Habe ich mir sehr viel getan, schade. Frankreich haben wir Montpellier und Lille. Und das Lille haben wir. Das Lille weiß ich nicht mehr, was ist hier. Ist hier. Montpellier. Ich weiß nicht mehr, wenn wir das hatten. Das ist der Bundesliga dann, ja. Haben wir Fortuna Düsseldorf, Ryan Steffen, glaube ich. Okay. Nehmen wir auf jeden Fall mit natürlich. So, wenn wir das nicht machen. Sonst war Bundesliga auch aus. England. Haben wir Watford. Nehmen wir mit. Noch was. Gut. Spanier. Haben wir Espanyol. Sehr schön, sehr schön. Portugal sieht schwach aus. Türkei, Hamburg, Galatasaray, Galatasaray. Ja. 5, 3, 3, 4, 5 haben wir schon von Gala. Ja, oder nicht. Super. Ja. Dann gönnen wir jetzt diesen irgendwas, Alter. Der letzte 350k Pack. Sieht super aus. Toll. Danke. Ja. Oh Mann, ey, und die Hälfte habe ich schon im Verein. Ey, krass da aus, ey. Genau, das passt mit, Leute. Das ist lieber. So, Saudi, fangen wir an. Ich bin Saudi, ist dieser sehr viel aufgekleidet. Ich bin losgelegt. Saudi haben wir nicht, Israel haben wir nicht. China haben wir nicht. Türkei haben wir. Wir Babacan von Basakşehir. Basakşehir, oder was heißt der Name? Portugal. Spanier Hammer, Celta de Vigo.
dann war mal auch wieder ein bisschen. Barcelona haben wir auch. So, Watford haben wir nochmal. Finde ich nicht schlecht. Kann man nochmal mitnehmen. Watford. West Ham haben wir auch nochmal. Finde ich ja eigentlich sehr gut gespielt. Doch, eigentlich auch bei einer Onkel. Nein. Newcastle. Genau. Ich weiß nicht, ob ich den schon aufgezählt habe. Das ist immer so das Problem. Ja, also bei Straßburg bin ich mir auch unsicher. Also das ist immer so eine Sache. Nehmen wir auf den Markt stellen, dann kriege ich noch ein bisschen was raus irgendwie. Bundesliga ist Hoffenheim, habe ich gesehen. Ja, besser. Das ist auch schon wieder. Dank. Reich, ne? Niederlande, ne? Italien war, Neapel und Lecce. Und dann hier. Ist das Lecce? Lecce hat man noch ja nicht, glaube ich, in der Decke. Lecce. Super! Toll! Ach, Mensch! Nummer 100, ne? Ja. Mhm. Danke! Danke! Alter, schon ein paar Einheiten. Wie unwahrscheinlich ist das, Alter? Wie unwahrscheinlich. Shandong Luneng. Alter, bei euch habe ich gleich wirklich das Team voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Alter. 7 habe ich schon bei euch. Ja. Schöne Münzen, Alter. Du auch, mein Freund. Ist nicht langsam. 600 zahlst du für mich hier. So. Ah. Ach Mensch. Ich bin müde. Oh. Wo fangen wir an? Wir teilen zweite Liga. Aber auf jeden Fall, wir haben auch so einen Freund. So. Spanien und England. Steel Alba. England ist nur Western. Sehr schön. Jetzt kann ich nicht wieder 7-8. Kann ich nicht sein, dass es so tot war und es so aufgemacht hat, ne? Oh man. Runter und probieren was zu essen oder machen wir schnell was rein. Ich bin gleich wieder am Start, dauert nur kurz, ich werde ein bisschen lauter die Musik wieder machen und ja.
Danke, dass du mit Spotify Musik hörst. Im Ernst, du könntest genauso gut Radio hören oder Schallplatten oder Kassetten oder auch ein Tonband, falls du weißt, wie so etwas überhaupt aussieht. Aber du hast dich ganz klar für Spotify entschieden. Dafür möchten wir Danke sagen. Und du kannst noch hunderte weitere Playlists hören. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again. I stopped asking for forgiveness, cause you should know, only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. So, bin wieder da. Ah. Ah, hab nur kurz meine Sachen geholt. Und ja. Naja. So ist halt das, ne? Oh, ja. I'm
Song. Was ist los, ich hab was vergessen. Löcher. Mensch. Was mache ich jetzt? Stark. Jawohl. Kein Geld. Der ist sogar was wert ein bisschen. Ni hao, mein Freund. Chongqing SWM. Stark. Columbia. Vertebrales. Hermannstadt. So. Das nehmen wir auch mit. Oh. Na, jetzt mal Jiang zu summen. Oh, GFK. Gachi sehr hier, hier sehr am Tap. Okay, gut. Gut, dann lassen wir doch bei GFK. Mensch, Mensch, Mensch. Mm-hmm.
Fuck, jetzt habe ich R2 gedrückt, Mann. Da ist die alle wieder scheiße im Verein, Alter. Portugal. Und genau. Schrecklich. Ekel. Zu China. Das war. Ja. Kann ich auch schon für. FDM. Holland brauche ich nicht. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Endlich mal wieder was aus dieser Liga. Lang nicht mehr gehört. Ich glaube, einfach Stoke City noch gar nicht. Okay, Stoke City. Früher mal Premier League. Jetzt QL. So ist das. Zu besten Preisen. Ab Montag alles für den Spielspaß. Alu-Scooter mit Federung für nur 29,99 Euro. Und Jumbo-Planschbecken verschiedene Formen für nur 14,99 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Oh Mann. Hey, Kathi, was geht? Hey, spielst du eigentlich noch Wiggenick? Nee. Das ist mir zum Glück geworden. Ah, Kathi, freut mich, dass du da bist. Lange nicht mehr gehört. Alles gut? Wie geht's? Klicke jetzt auf das Cover. Ja, also ich spiele kein Weekly mehr. Hab ich auch keinen Bock mehr drauf. Weißt du? Also da bin ich total. Also ich hab's übelst gesucht, so Anfang von FIFA und so. Dann war ich immer so bei 1 richtig. Schon gut. Jetzt im allerdings denke ich mir so. Boah, wow, keinen Bock mehr drauf, so weißt du. Das fuck mich einfach zu da ab. Bin jetzt halt noch so ein paar YouTuber-Turnieren und so. Bin ich immer noch am Start. Ich spiele es halt jetzt auch trotzdem noch ein bisschen, aber nicht mehr so doll. Ich mache halt so zum Beispiel halt die Box-Effekt-Methode und so. Einfach nur ein bisschen Spaß dran zu haben wieder und so ein bisschen was zu machen. Aber sonst bin ich auch überhaupt kein Freund mehr dran. Freue mich auch überhaupt gar nicht mehr auf irgendwie was machen hier. Ich mache das halt auch nur natürlich die SPC, habe ich auch vergessen, ne? Von Borosun.
zwei Hertha-Spiele. Ich Hertha-Fan bin und ich Hertha arbeite. So. Zack. Zack. Zack, zack. So einfach ist das. Wir machen kurz zwei geholt, Sosa und Ødegaard. Ødegaard ist geil. Ich glaube, Sosa hat auch gute Werte. Also ich bin immer noch ein bisschen aktiv dort. Ja, aber das ist schon auf jeden Fall starke Rewards, ja. Ich glaube ein 92er, 292er, ne? Ich glaube ja, 292. Ist aber stark. So, Ødegaard will ich auf jeden Fall auch spielen. Ich hoffe halt natürlich, ne, diese Woche wird es wahrscheinlich nicht mehr mit Wiggle League. Ja, aber ich bin so nicht aktiv. Naja, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, als Spieler in der Woche zu spielen. Ja. Und vor allem, selbst wenn ich jetzt wieder anfangen würde, bringt es mir nicht, weil FIFA bald vorbei ist. So, also in 3 Monaten sind wir schon alle wieder ein Hype auf das neue Spiel. Also, keine Ahnung. 4 Monaten kommt schon raus. Ja. So, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Okay, FC Dallas. Zack. Also, zack. Der Müller. Das haben wir schon. Naja. Ach, Schwede, Alter, wir brauchen irgendjemanden von Schweden, Mann. Ich hätte mir einfach irgendwie erst gelesen von Hertha. Irgendwie was Bundesliga-mäßig. China ist auch gut und Saudi-Arabien ist auch gut. Also irgendwie das. Davon bringen wir auch nicht weiter. Mann. Okay. Brentford. Den haben wir auch schon. Muss mal gucken, vielleicht ist der was wert. Jetzt 4 und okay. Bisschen kriegt man. Bisschen kriegt man. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Leute, 4 Leute am Start, auf jeden Fall Ehre. Ja, geht jetzt gerade wieder ein bisschen bergauf, freut mich. Ja, kurzzeitig jetzt gerade ein bisschen bergab. Jetzt geht's wieder bergauf. Sehr gut. Ja. Falls ihr euch fragt, was ich mache, wie gesagt, fragt immer nach. Die meisten verstehen es vielleicht schon. Ja. Aber. Damit ihr es halt selber verstehen könntet. Also will ich das euch natürlich immer gerne erklären. Tianjin. Keda. Tada. Sehr schön. Newcastle Jets wird reingehauen. Ja. Gucken wir mal. Machen wir auf jeden Fall noch weiter. So, das letzte Pack. Erster Mal. Für jetzt. Für den jetzigen Zeitpunkt. Letzte Pack. Und gucken wir mal. Nichts zu gebrauchen. Nichts zu gebrauchen, meine Freunde. Nichts. Schade.
Schade, schade. Ja, ich würde mich jetzt ein bisschen weiter widmen, wahrscheinlich mal erstmal an Lirosut. Wenn ich da ein bisschen vorankomme, ich muss jetzt da noch ein paar Spiele gewinnen. Okay, das wär's. Ich hab ein paar getätigt. Oh, cool. Ja. Eher Haaland oder Reus-Tot? Schwer zu sagen, warte mal, ich muss mal die Karten angucken. Ich hab Haaland in der Mannschaft gehabt, oder? Guck mir mal kurz die Werte an. Weiß. So. Gucken wir mal. Wie sieht's bei Haaland aus? Beim Babyface Man. Okay. Sieht gut aus. Ja, also mein Empfinden nach. Ich würde mir, es kommt auch an natürlich, was du für ein Team hast immer, Kati. Aber mein Empfinden nach würde ich, wenn ich einen Stürmer habe, der gut ist und mit dem ich klarkomme, würde ich mir Reus holen. Wenn ich einen Stürmer habe, mit dem ich nicht zufrieden bin, würde ich mir Haaland holen. Weil Haaland wird halt ballern. Der wird, ey, der hat 99 Abschuss, 99 Stellungsspiel, 99 Schusskraft. Da ist scheißegal, ob du 85 Fernschuss hast oder nicht. Den ballerst du eh rein, ja. Kurzer Pass ist auch wichtig bei ihm. Beweglichkeit ist hoch, das könnte man theoretisch, glaube ich, auch noch hoch pushen mit dem Kemi-Style. Ballkontrolle sieht gut aus, Kopfballpräzise sieht gut aus, Sprungkraft, naja, braucht er nicht viel, weil er ist groß. Stärke ist gut. Also es lohnt sich auch einen Haaland zu holen, aber es lohnt sich auch einen Reus zu holen. Es ist schwer, also ich weiß nicht, wo die Preisklasse bei denen derzeit liegt, ehrlich gesagt. Haaland, der Brecher mit dem Babyface hat wohl einen sehr ausgeprägten Stand hier. Tschuh! Okay, anscheinend kann man in die Millionen gehen. Guck ich mir auf jeden Fall mal an. Jo, also, okay, 1-2 ist schon ordentlich, ja. Wenn man das überlegt, 1-2. Ja, er wird schon seine Vorteile haben, ne? Also, der wird schon nicht schlecht sein, ich bin mal bei Reus. Aber das kann ich mir auch vorstellen, dass der eigentlich relativ in die Richtung gehen sollte mit Millionen. Beide krass aus meiner Sicht, wirklich, also schwer zu sagen, Kati, wirklich schwer zu sagen. Also wenn ich jetzt in mein Team gucken würde, das ist nicht mein Team, keine Sorge, das ist mein SBC-Team. Mein derzeitiges Team existiert auch relativ nicht mehr so krass. Ich musste halt ein paar Sachen hier umbauen und alles, ja, war mal eigentlich Mason Mount. Ja, da möchte ich noch ein bisschen was verändern wieder. Hier war auch jemand anderes mal. Hier auch. Und hier auch. Ja, ich habe ein bisschen mein Team nicht aufgepusht, ein bisschen umgeändert. Deswegen, also ich habe jetzt gerade derzeit kein Team mehr, dadurch, dass ich den Epic Icon Cup spiele und halt echt extrem viele Coins brauchte. Ja. Was sollte man sagen? Ich überlege gerade. Schwer zu sagen. Also ich an meiner Stelle bräuchte einen Reus. Eher einen Reus als einen Haaland, weil es gibt genügend Stimmen. Du kannst ja auch einen Werner vorne reinstellen, der halt einen Perfect League noch zu ihm hat. Also macht schon am meisten Sinn. Macht schon am meisten Sinn aus meiner Sicht. So. Ich werde jetzt erstmal Food verlassen, glaube ich. Ja, ich werde jetzt erstmal umschalten, glaube ich, auf PC streamen. Ich habe ja gesagt, mein Essen ist jetzt eh gleich fertig. Dass ich jetzt erstmal umschalte auf PC-Stream, weil ja, ja, ist gut. Cool. Thank you.
So. Schöner PC-Stream, ne? So. Muss mir auf jeden Fall mal durchgucken, was wir jetzt uns angucken. Leute, schreibt mal auf jeden Fall irgendwas rein, worauf ihr gerade Bock habt, dass wir darauf reagieren. Ich glaube, ich habe selber erstmal ein paar Videos, die ich mir angucken muss. That's it. So, das machen wir jetzt neben Essen, weil ganz ehrlich, ich esse jetzt und dann könnt ihr halt nebenbei noch irgendwie, sind wir alle ein bisschen beschäftigt. Ich werde mir auf jeden Fall das Video von Revi, glaube ich, angucken. Sieht ganz witzig aus mit Drunk Kochen, das ist immer echt nice. Ja. Das ist witzig, das machen wir. So. Müsste jetzt angeschaltet sein, Alert. Ich hoffe, wir tippen mal rauf. Kicken mal. Ich hoffe, es gibt Ton. Das muss ich noch mal ein bisschen gucken jetzt. Wie mit Ton aussieht. Hier die Werbung. Können wir jetzt hier noch abwarten. So. Aber sag nicht, es gibt wieder keinen Ton, verdammt. Kacke, Alter. Das ist ja nervig. Gibt die wenigstens Ton hier? Ja. Oh, warte mal. So. Scheiße, jetzt soll ich mich selber war. Ne, es geht. Ich höre alles. Oh, Standard. Moin. Alles klar. Jo, Alter, hör doch mal auf wieder. Okay, ich bin doppelt, das lassen wir auf jeden Fall schon mal. Hallo, hallo, jetzt, also. Ich werde einfach mal eine neue Szene öffnen. So. So. Dann nehme ich noch das mit rein. So, ja. Muss das sein. Mikrofon. Egal, so. Ne, das brauchen wir jetzt nicht mehr.
Mann! Geh raus! Ich bin jetzt überfordert, der Struggle. Hier wird das Struggle hier am Start wieder. So. Keine Ahnung, funktioniert nichts. Funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle gerade. Das ist natürlich nicht gut. Ja, dann würde ich sagen, ich komme vielleicht später nochmal online. Dann machen wir das so, dass ich vielleicht nochmal einen Stream öffne. Und dann machen wir das so. Weil es ist ein bisschen blöd, wenn ich jetzt die ganze Zeit wechsle, von da nach da nach da. Das ist nichts. Das, irgendwie, ich habe das ein bisschen rumprobiert, klappt nicht. Wenn es nicht klappt, ist jetzt und dann ist gut. Dann komme ich später nochmal online, vielleicht mit einem anderen Spiel. Oder auf Twitch natürlich, könnt ihr mir auch folgen. Ausrufezeichen Chakra Games. Ja, also Chakra Games mit Doppel A, ja, auf Twitch.